Die Bornheimer sind angeschlagen. Von der Euphorie Anfang der Saison, als der FSV in 6 Spielen 14 Punkte sammelte, ist nicht mehr viel übrig geblieben. In den vergangenen 3 Spielen kam nur noch ein Punkt hinzu. Daneben zuletzt bloß 2 Tore geschossen, dafür aber 6 Gegentreffer kassiert. Immerhin rettete Edmond Kaplani den einen Punkt mit seinem Tor vor der Länderspielpause gegen Paderborn. Irgendwie bei uns ist momentan nicht mehr diese Leidenschaft, was wir die erste Spiele gezeigt haben. Und das betrifft, dass wir uns nicht mehr die 100% geben, habe ich das Gefühl. Und das muss wieder kommen, dass wir uns wieder in die Leistung abrufen können. Wenigstens ist der Tabellensiebte am heimischen Bornheimer Hang weiterhin ungeschlagen. Und das bereits seit Trainer Benno Möhlmann Anfang des Jahres kam. Zu Saisonbeginn schlugen vor allem die Neuzugänge um Edmond Kaplani ein. Doch inzwischen sind viele Leistungsträger verletzt. Abwehrroutinier Gletson wurde diese Woche am linken Knie operiert und fällt noch bis Ende des Jahres aus. Regisseur Zawa Jelen muss wohl auch am rechten Sprunggelenk operiert werden und hinterlässt ein überfordertes Mittelfeld. Auch Marcel Gauss und Tufan Tosunoglu fallen weiterhin aus. Immerhin ist Anthony Jung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Und Maskenmann Tim Heubach konnte nach seinem doppelten Nasenbeinbruch zuletzt wieder auf dem Platz stehen. Die Jungen müssen es richten. Muss man so sehen, dass wir uns eine junge Mannschaft auch haben und dass sie auch nicht viel Erfahrung in zweiter Liga haben. Und deswegen, ich glaube, dass die jetzt mit der Zeit auch dazu lernen werden und dass wir uns weiter eine gute Rolle zu spielen. Nun geht's auswärts zu Union Berlin. Die Eisernen nach einem verkorksten Saisonstart mit einer entgegengesetzten Entwicklung. Seit 4 Spielen ungeschlagen und von Platz 17 rauf auf Rang 12. Dafür kassierten die Köpernicker mit 15 Gegentreffern die zweitmeisten der Liga. Der Berliner oder der Frankfurter Trend könnte am Sonntag an der alten Försterei enden. Ja gut, so eine Länderspielpause bringt natürlich auch immer die Chance mit, körperlich an sich zu arbeiten, nochmal die Chance zu nutzen und Kraft zu tanken. Ich denke, das haben wir getan. Und der FSV? Es ist schwer zu sagen jetzt. Auf jeden Fall mit viel Potenzial. Die Mannschaft ist gefestigt auf jeden Fall und ist immer ein unangenehmer Gegner. Ja, auf jeden Fall. Ich habe einmal da gespielt und es ist eine tolle Stimmung da. Und ich denke, eine Mannschaft, dass die zu Hause auf jeden Fall die 3 Punkte wollen. Und da wollen wir uns auch kompakt stehen und die Schwäche von den Gegnern aufzuzeigen. Und die Schwäche von Gegnern ist, denke ich mal, dass die 4 Rakete und das müssen wir das ausnutzen. Immerhin hat der FSV Frankfurt 10 Punkte Puffer auf die Abstiegsränge. Denn auch wenn der Saisonstart manchen träumen ließ, heißt das Saisonziel immer noch Klassenerhalt.